Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was machen David und Melinda eigentlich in ihrem Van so? Jo, moin. Schön, dass ihr wieder vorm Bildschirm klebt. Wir können in der Natur 7 Tage mindestens autark stehen und wir dachten, wir zeigen euch mal, wie wir das alles eigentlich bewerkstelligen. Vorher wollen wir euch aber erstmal erzählen, falls es überhaupt jemandem aufgefallen ist, dass wir 2 Wochen lang komplett down waren. Also wir waren weg. Offline. Wir haben uns ein bisschen, eine Instagram- und YouTube-Pause gegönnt, weil wir haben auch noch andere Projekte, an denen wir gerade sehr stark arbeiten. Und das haben wir mal ein bisschen vernachlässigt, weil es ja doch viel Arbeit ist, noch gleichzeitig YouTube und Instagram zu machen. Und unser Projekt, was uns sehr am Herzen liegt und bald auch endlich fertig ist. Wir haben viel Zeit in die Webseite investiert, wir haben viel Zeit in viele andere Dinge investiert, unter anderem auch, Achtung, oh, wer errät, was das hier ist? Unsere kleine Nussilein. Was habt ihr gedacht? Also Leute, ehrlich. Ist zum ersten Mal läufig geworden. Und hier, wo wir sind, ist es ein wirklich sehr schöner Platz, wo auch kaum jemand ist, vor allen Dingen keine anderen Hunde. Ja, dann würde ich mal sagen, zeige ich euch mal unser Setup beim Strom. Ja, es ist ganz schön windig heute. Haben wir uns den windigsten Tag ausgesucht. Ich hoffe, ihr versteht mich. Aber ich habe ja hier mein gutes neues Mikro dabei. Also sollte das kein Problem sein. Ah, ja. Ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal kurz aufräumen, weil sonst sieht man hier gar nichts, außer Gerümpel. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie das bei uns im Keller aussieht. Zumindest die Elektrikecke. Ah jo, da so der Stream. Für sowas ist immer Platz. Hallo? Oh, das ist unsere Kruschelkiste. Und das ist unsere Eiswürfelmaschine. Trotz der Eiswürfelmaschine stehen wir 7 Tage autark. Ach, Caro und Malte, eure 2 Drogenpäckchen sind noch bei uns im Auto, also denen geht's gut. Wir sehen hier eine 150 Ampere Lithium-Batterie, ein Wechselstromrichter mit maximal 1000 Watt und ein Laderegler. Und damit kommen wir eigentlich sehr, sehr gut zurecht. Wir haben halt auch viele Sachen, die wir einfach über USB aufladen. Außer die Eiswürfelmaschine und unsere Laptops geht das eigentlich ziemlich gut. Ja gut, dann haben wir noch Rasierapparat und sowas dabei. Also ein paar Sachen laden wir auch über 12 Volt, aber das meiste halt tatsächlich über USB. Und ja, uns war von Anfang an wichtig, dass wir keinen Strom brauchen. Also wir haben auch nicht die Möglichkeit, Strom von außen hinzuzufügen. Also Strom stellen wir her, indem wir uns halt in die Sonne stellen und die Sonne schön aufs Dach knallt. Oder wir halt durch die Gegend fahren und beim Fahren halt Strom herstellen, weil das eben so funktioniert. Oben auf dem Dach haben wir 200 Watt Solar und ganz ehrlich, das hat hier auch im Winter gereicht. Also wir haben nicht einmal Stromprobleme gehabt. Ne? Andere mussten teilweise sich in die Sonne stellen oder haben ein bisschen gebibbert, dass am nächsten Tag die Sonne scheint, und bei uns, wir hatten halt nie das Problem. Vielleicht arbeiten wir auch einfach zu wenig und die anderen arbeiten zu viel und brauchen deswegen mehr Strom. Vielleicht sind wir die Chiller unter allen gewesen hier und dachten immer nur, hey, unser Ausbau ist einfach so gut. Ja, aber Strom reicht ja nicht ganz allein, um autark stehen zu können. Da gehört auch noch Wasser dazu. Und ja, wie wir das gemacht haben, das zeige ich euch auch. Ja, und beim Wasser haben wir insgesamt 110 Liter Wasser dabei. Das haben wir auf verschiedenen Kanistern verteilt im Auto, sodass es auch ausbalanciert ist. Wir hatten uns damals nicht getraut, einen großen Kanister zu verbauen. Ja, und dann haben wir unter der Spüle 30 Liter Frischwasser und 30 Liter Abwasser. Und ja, eigentlich reicht uns das sehr lange, weil wir brauchen so mit Duschen ungefähr 15 Liter am Tag. Das heißt, wenn man da mal rechnet, dann kommen wir auf jeden Fall locker fast 10 Tage mit aus, wenn wir da ein bisschen sparen. Aber so 7 Tage reicht uns das Wasser meistens allemal. Außer wenn es sehr, sehr heiß ist, letztes Jahr im Sommer, wie wir in Italien waren im August, da hat es echt keine 3 oder 4 Tage gereicht, weil wir auch gefühlt 3-mal am Tag geduscht haben. Jo, und dann zeige ich euch mal, wie wir eigentlich duschen. Ja, jeder legt ja so einen anderen Wert beim Ausbau eines Vans. Bei uns war es auf jeden Fall, wir wollten mindestens eine Woche autark stehen können und das haben wir somit geschafft. Was wir nicht geschafft haben, weil wir uns das einfach nicht zugetraut haben, war eine Indoor-Dusche zu verbauen. Deswegen ist unsere Dusche draußen. Unsere Dusche
Ja, und zwar funktioniert die ganz einfach. Das ist eine Tauchpumpe, die wird per USB aufgeladen. Und schon kann es losgehen. Juhu! Und ich habe so lange auf das Video gewartet, weil ich wollte mich endlich duschen. Aber ich habe gedacht, nee, ich warte noch, damit ich euch die Dusche zeigen kann, weil es wäre ja doof gewesen, wenn sie leer wird. Boah. Oh, was guckt denn ihr so? Noch nie einen Mann mit Turban gesehen, oder was? Na, auf jeden Fall ist die Dusche ausgegangen. Im richtigen Moment, als ich fertig war. War eine richtig schöne Dusche. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir natürlich sehr darauf achten, wenn wir draußen duschen, dass wir das nicht in der Nähe von Gewässern machen und ja, umweltschonende, biologische Seife benutzen. Und warum sollte man dann eigentlich bei Handtüchern nicht drauf achten, woher die kommen und wie nachhaltig die sind? Aber lasst mich erstmal anziehen und dann erzähle ich euch gleich mehr dazu. Ja, ich bin jetzt nach der Dusche wieder im Van und habe mich gut abgetrocknet. Die Handtücher sind auch fast schon wieder ein bisschen trocken, wir hätten sie kurz in die Sonne gehangen. Und wir freuen uns immer mega, in der Natur zu stehen und freuen uns dann auch immer ganz dolle, wenn wir Produkte haben, die der Natur nicht schaden. So wie wir beim Duschen darauf achten, dass wir ja biologisch abbaubare Seife benutzen, finden wir das jetzt auch richtig schön, dass wir die Handtücher von Valley und Hills haben. Die sind hergestellt in Deutschland. Die Baumwolle kommt aus Kirgisistan oder Uganda. Und in der Schwäbischen Alb gibt es da ganz viele kleine Produktionsstätten, die das nähen und die das dann auch versenden. Das finde ich richtig schön. Die haben ein kleines Packmaß und sind ja mega praktisch für den Van. Die Baumwolle aus Uganda und Kirgisistan ist natürlich Biobaumwolle und die zwei Gründer, Christina und Andreas, geben sich richtig viel Mühe, eine transparente und faire Lieferkette bereitzustellen. Und falls ihr auch Interesse habt an solchen wunderschönen, nachhaltigen Handtüchern hergestellt in Deutschland, dann schaut doch gern bei uns in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr den Link und alle weiteren Infos. Und wir machen uns jetzt mal auf und laufen hoch zur Burg. Weil seht sie vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Sieht man sie? Sieht sie, ne? Hier, die kleine Pampershose. Muss gleich mal wieder ein bisschen Gassi gehen. Und das machen wir jetzt. Und willst das du so? Ich hab halt einfach da nichts zu flüstern. Ich will doch 8 Mikrofone haben, wenn du so flüsterst. Ich hab sogar 18 Mikrofone. Das ist leckerli. 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 Ja. Oh, Nusa. Oh. Mama mia. Habt ihr gesehen, wie sie die Rute zur Seite geschoben hat? Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass sie bockig ist, dass sie Bock hat, so, ne? Und aber er war kastriert. Also wir machen das so, dass sie die ganze Zeit läuft sie frei mit uns und sie hört super gut. Echt toll. Also es gibt ja bei Hündinnen einmal so, dass die entweder gar nicht hören und Abstand brauchen. Aber Nusa ist eher das Gegenteil, die bleibt eher noch enger bei uns gerade. Und aber die Periode. Ja? Ja, da hätte sie, den hätte sie am liebsten dran gelassen und dann nehmen wir sie halt einfach an die Leine und sagen dann halt den anderen Hundemenschen, dass ja unser Hund die Regel hat. Und alle haben bis jetzt gesagt, oh, macht euch keine Sorgen, unser Hund auch oder der ist kastriert dann. Und deswegen fühlen wir uns hier super gut gerade. Und guckt euch das mal an. Hier sind wir an so einem uralten Kloster. Weiß ich nicht, 700 Jahre alt, 800 Jahre alt, sowas. Mega schön. Und Melly läuft richtig romantisch mit der Mülltüte durchs Bild. Da sind wir oben auf der Burg angekommen und das ist eine alte Festung von den Römern. Dann waren hier die Araber und dann waren hier die Christen. Und alle haben sie hier gehaust und es ist sogar noch ein bisschen was übrig geblieben. Das ist eine richtig schöne Burg. Nusa und ich, wir gehen hier jeden Morgen spazieren und ja, man kann sogar bis auf den Turm hoch. Das machen wir jetzt auch gleich mal.
Da unten sind sogar Räume. Ist auch ein bisschen unterirdisch hier. Aber die sind alle mittlerweile zugeschüttet oder eingestürzt. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass das hier einsturzgefährdet ist, das Ganze. Aber die Wege, die wir jetzt trampeln, die bin ich jetzt schon ein paar Mal gelaufen. Wow, was für eine Aussicht, oder? Das ist so schön hier oben. Und seit 7 Tagen, oder morgen sind 7 ungefähr, sind wir hier alleine. Mit uns steht jetzt noch ein anderer Camper da. Kam, glaube ich, gestern oder vorgestern. Aber ansonsten, hier oben in dieser Burg, habe ich noch keine Menschenseele gesehen. Es ist so faszinierend und so schön. Ich finde, der Ort hier hat so eine ganz besondere Ruhe. Aber da unser Kühlschrank leer ist, werden wir hier morgen weiterfahren. Aber ich merke schon, ich vermisse diesen Ort, wenn ich morgen hier weiterfahre, weil ich finde es hier so extrem ruhig und es ist einfach eine grandiose Aussicht hier. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Van. Muss noch die Drohne landen. Die ist da vorne. Und dann fahren wir morgen weiter. Wir müssen weiterfahren. Wir haben keine Bananen mehr. Das ist es. Deswegen müssen wir weiterfahren. Wir haben noch ganz viele andere Sachen nicht da. Und ja, Melli möchte uns morgen was Leckeres kochen, gell? Möchte ich das? Ich weiß nicht. Habe ich jetzt einfach so gesagt. Ich dachte, ich spekuliere drauf. Na gut. Let's go. To the van. Wo ist unser Hund? Ja, eigentlich wollten wir heute nach Sevilla fahren, aber dann haben wir so ein bisschen geguckt, ob es da Stellplätze gibt oder Parkplätze für Camper. Und es ist irgendwie sehr schwierig. Es gibt halt viele kostenlose, aber den trauen wir nicht ganz, weil wir schon oft gehört haben, dass dort eingebrochen wird. Also skippen wir einfach Sevilla. Ja. Und außerdem gucken wir uns ja nächste Woche Lissabon an. Und wir hatten die letzten Wochen auch viele Städte auf dem Plan. Und das ist dann halt auch echt immer so ein bisschen mit dem großen Camper in so eine Stadt. Und dann noch mit einem Hund ist immer ein bisschen speziell. Zumindest für uns ist das immer ein bisschen anstrengend. Ich zeige euch gleich nochmal, wie unsere App funktioniert, bei der wir sehen können, wie dolle unsere Batterie geladen ist. Und dann suchen wir uns einen schönen Stellplatz an der Grenze zu Portugal. Und da bin ich schon sehr gespannt. So, Wasserkanister sind aufgefüllt und geputzt. Den Abwassertank, das räudige Stück, habe ich auch geputzt. Das war mal wieder richtig notwendig. Der hat nämlich gestunken wie Hölle. So, ganz kurze Pause hier, sind jetzt fast da und ich wollte euch aber zeigen, hier unsere App. Face ID, hallo, ich bin's. So sieht unsere App aus, ich habe das schon mal gezeigt in einem anderen Video. Das ist unsere Solaranlage, die hat heute schon 640 Watt reingekriegt, obwohl es heute ein bisschen bewölkt ist. Und hier unten haben wir unsere Batterie und da sehen wir, die ist jetzt bei 93%. Und ja, kriegen wir vielleicht sogar noch 100. Als wir losgefahren sind, war diese ungefähr bei 60%. Und während der Fahrt gehen da so 12 bis 15 Ampere rein pro Stunde. Und deswegen kriegen wir die Batterie immer gut voll. Und ja, jetzt wenn es so ein bisschen warm wird, schmeißen wir vielleicht auch wieder die Eiswürfelmaschine an. Oh ja, stimmt. Kann ich jetzt mal was Kaltes zu trinken. Ist warm, ne? Ist warm geworden. Ja, ist richtig warm jetzt hier drin. Wow, richtig cool. Wir haben hier 750 Milliliter Bioöl und hier Balsamico. Wir haben irgendwas mit 11 Euro bezahlt, ne? 2,70 Euro und 8 Euro und knapp 9 Euro. Ja, richtig gut. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, Spanien, Italien, immer bei solchen, wie nennt man die? Ölmanufakturen? Genau. Halt zu kaufen, dann will ich, oder wenn ihr da irgendwie dran vorbeikommt, würde ich euch das raten. Wir haben nämlich auch mal in den Marken so ein Seminar gehabt auf so einer Ölplantage
Und ja, da haben wir viel gelernt und es ist auf jeden Fall wichtig, am besten kein Supermarktöl zu kaufen, wenn es geht. Wir machen das auch noch manchmal, wenn wir keine andere Möglichkeit finden, aber wenn wir sowas finden, dann halten wir auf jeden Fall an. So, und jetzt geht's ins Auto. Hast du einen Schlüssel dabei? Nö, aber du. Nee. Doch. Nee, ich hab keinen Schlüssel dabei. Oh, oh. Nusa, mach mal auf. Mach mal auf, Nusa. Komm, mach auf. Wie hast du das geschafft, Nusa? Ach, hallo? Oh. Super. Du hast dich aber hübsch gemacht. Das ist ein Trick, den haben wir ihr beigebracht, ne? Einfach Tür aufmachen von innen. Komm, es geht weiter. Rein mit dir. Hopp, hopp. Angekommen! In der Extremadura. Irgendwo an der Grenze zu Portugal. Ja, okay, sind noch 50 Kilometer oder so. Aber Melli war schon draußen. Was meinst du, Schatz? Ich wollte fragen, ob der Empfang noch gut ist. Der Empfang noch gut ist. Ja, der ist super, der Empfang. Sehr gut. Hier können wir arbeiten. Perfekto! Ja, ein paar Kuhfladen liegen hier rum. Ja. Aber ansonsten. Fühlt sich Nusa, glaube ich, auch ganz wohl, ne? Wobei die Kuhfladen mag es eigentlich auch ganz toll. Ja, dann machen wir uns mal was zu essen heute. Ja. Ich habe nämlich richtig Hunger. Ich auch. Ich mache gerade einen Post fertig. Schaut mal, wie süß Nusa wartet. Hier ist ihr Essen. Ja, es ist noch ein bisschen heiß, also müssen wir noch ein bisschen pusten. Noch ein bisschen, Nusilein. Ist gleich fertig. Und wir melden uns morgen wieder, dann gucken wir uns nämlich da hinten den See an. Aber für heute sieht man ja gar nicht, ist voll verschwommen. So, da, den See gucken wir uns morgen mal an, aber für heute, schauen wir mal, tschö, ne? Tschö, okay, tschö. Yo, das war eine richtig ruhige Nacht hier, mitten in der Extremadura, ganz in der Nähe der Stadt Badajoz. Und zwar ist die Extremadura, ihr habt es wahrscheinlich gerade eben schon bei der Drohnenaufnahme gesehen, so menschenleer. Das macht 10% fast der Landesmasse in Spanien aus, aber hier leben nur 2% der Spanier. Und hier gibt es halt so viel Natur, so viel Land und Seen und Berge und es ist einfach eine richtig schöne Region. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Morgenspaziergang, Nusa und ich. Da hinten ist sie schon und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und falls ja, dann sehen wir uns nächste Woche dann schon aus Portugal. Ich freue mich richtig drauf. Wir wollten nämlich schon, seit wir das erste Mal den Van ausgebaut haben, vor 4 Jahren nach Portugal und haben es irgendwie nie gepackt. Aber wir werden uns nicht die Spots angucken, wo ja, man an der Küste ist, so was man so von Portugal kennt, weil ja, das hat man, oder wir haben es schon sehr oft gesehen und wir wollen Portugal mal ein bisschen anders entdecken und werden uns mehr das Landesinnere angucken. Also falls ihr da auch Bock drauf habt, dann ja, freuen wir uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet und dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag oder was für einen Tag auch immer ihr habt und dann bis demnächst. Ciao!